Nerd Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Bring It. Heute mein Gast, die helfende Hand, überall bei WXW. Er hat es geschafft, innerhalb von 2 Jahren vom Schüler der WXW Academy zum Eventmanager aufzusteigen. Hier ist Danny Frey. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Wie geht's dir? Mir geht's aber bestens. Ich habe jetzt eine Woche, beziehungsweise, ja, eine Woche Trainingscamp hinter mir mit 2 Shows. Das freut mich, dass du heute auch hier bist. Und viele Leute sehen dich jetzt seit 2 Jahren bei der WXW immer mal wieder und in letzter Zeit auch immer öfter. Und die fragen sich natürlich auch, wie bist du als Fan eigentlich zum Wrestling gekommen? Als Fan zum Wrestling gekommen bin ich damals schon in Kindesbeinen mit meinem Vater zusammen geguckt, auf Englisch damals noch. Und immer mal wieder beigeblieben. Ab und an mal, da es ja teilweise manchmal schwer war, in Deutschland zu gucken, gab es ein paar On- und Off-Phasen. Aber immer das Interesse gehabt, immer verfolgt, immer mal wieder was drüber gelesen, wenn ich nicht gucken konnte. Und irgendwann dann mal WXW entdeckt und dann angefangen in der WXW-Schule trainiert. Okay, also bevor du bist ja jetzt mittlerweile auch Eventmanager, hast du irgendwas noch beruflich vorher gemacht, schon in der sportlichen Richtung oder irgendwie sowas? In der sportlichen Richtung habe ich nie beruflich irgendwas gemacht. Ich war Handwerker durch und durch. Das hat mir beim Stuffen und beim Ringaufbauen und alles sehr viel weitergeholfen. Ah, okay, da kommt das also her. Okay, und war das für dich immer so, brauchtest du einen gewissen Stil? Also war für dich eher Japan wichtig oder eher das amerikanische Wrestling oder alles zusammen? Es ist eigentlich eher eine Mischung aus dem amerikanischen Wrestling und dem japanischen Wrestling. Also dieser auf die Fresse und ja, dieses ganze Striken und so aus Japan finde ich natürlich sehr geil, wie man eventuell sehen kann. Storytelling aus dem amerikanischen Wrestling sagt mir auch sehr zu. Das ist natürlich auch, wenn man so sich ein bisschen breiter aufstellt, ist natürlich cool. Aber ja, man sieht's. Die Strikes, die liegen dir auf jeden Fall. Der Robert Dreisker, der ist ja der Head Trainer in der Academy. Und der hat zwischendurch mal erwähnt, dass du ja relativ vergleichsweise spät angefangen hast mit der Academy. Gibt es da irgendwelche Gründe für oder hat sich das einfach so entwickelt bei dir? Bei mir ist das eine Mischung aus, ich habe es einmal vor jetzt gut 15 Jahren einmal mit einem Probetraining bei, das war glaube ich Freestyle Championship Wrestling probiert. Da habe ich mir direkt im ersten Probetraining meinen Meniskus angerissen. Oh, ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, als Aktiver wird das nichts mehr für mich. Ich will auf der anderen Seite der Barriere mehr angucken. Und irgendwann hat es mir so sehr in den Finger gejuckt, dass ich 2018 dann ein Probetraining bei der WXW gemacht habe. Ursprünglich nur angefangen, um einmal im Ring zu stehen, einmal die Seile zu laufen und einmal zu fühlen, wie sich die Matte anfühlt. Und ruckzuck bin ich dabei geblieben und aufgestiegen durch die ganzen Trainingsklassen. Und du hast ja gerade erwähnt, beim ersten Training, da hast du dich noch anders orientiert. Wie bist du denn auf die WXW jetzt genau gekommen? Wie bist du darüber gestolpert? Das war also WXW war mir schon länger ein Begriff. Allerdings war ich nicht so bewandert im Independent Wrestling, besonders im deutschen Bereich. Und 2016 war ich schon interessiert, mir WXW dann doch mal irgendwann anzugucken. Und 2017 ist dann allerdings erst was geworden. Das war bei mir immer die Sorge, man sagt ja meistens, selbst wenn man eine schlechte Pizza isst, es ist immer noch Pizza. Aber ich hatte immer die Sorge, wenn ich schlechtes, meiner Meinung nach nicht gutes oder schlechtes Wrestling oder schlecht produziertes Wrestling gucke, dass ich dann die Lust daran verliere, den Spaß daran verliere. Weil damals in den 90ern konnte ich zum Beispiel, da ich mit dem WWE-Produkt aufgewachsen bin und die Produktion von WWE einfach gewohnt war, fiel es mir sehr schwer, geringer oder mit einem geringeren Budget produzierte Sachen zu schauen, wie zum Beispiel ECW. Das fiel mir dann sehr schwer. Und dementsprechend habe ich mich lange davor gedrückt, eine Indie-Show mir selber anzusehen. Oh, okay. Ja, also bei mir war es tatsächlich so ein bisschen ähnlich, aber das war eher nicht die Produktion, das war eher dieses
Ist das, das ist so ganz anders als das WWE-Wrestling oder so, war mein Eindruck. Und da habe ich erstmal mit gehadert. Und dass man natürlich auch persönlich dahin gehen kann, dass es so in der Nähe ist. Du bist ja, glaube ich, auch aus Münster, ne? Ja. Genau. Und ich bin ja hier auch aus dem Niederrhein, aus Wesel. Und die WXW ist ja gar nicht so weit entfernt dann, ne? Und dann, warum geht man dann da nicht hin? Und dann, ja, dann kommen halt so ein paar Dinge einem in den Kopf und man denkt so, ah, deshalb und deshalb und deshalb. Und dann war man einmal da oder hat was gemacht und plötzlich macht es einem dann doch Spaß. Ne? Das ist dann ganz interessant, wenn man so ein bisschen länger mit sich gehadert hat und dann doch einmal sich den Mut fasst und dorthin geht, dann ist das eigentlich ganz schön. Und jetzt hast du natürlich, ja, das ist auch schon 2 Jahre her, mit dem Training angefangen. Wie waren so die ersten Wochen für dich in der Academy so? Was waren die ersten Eindrücke? Du hattest bestimmt auch immer noch im Kopf, Hilfe, hoffentlich verletze ich mich jetzt nicht nochmal. Aber was waren so die ersten Eindrücke? Was hat am meisten vielleicht Spaß gemacht? Oder was war so das, wo du dich erst dran gewöhnen musstest? Was ursprünglich am meisten Spaß gemacht hat, war halt einfach das Dabeisein, es zu lernen, es zu erleben und vor allem umgeben zu sein mit Leuten, die halt dieselbe Leidenschaft haben. In Deutschland ist das ja nicht so weit verbreitet, dass man in jeder Ecke irgendwo einen Wrestling-Fan findet. Was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, ist vor allem das ganze Konditionstraining. Denn ich bin unsportlich reingegangen, sagen wir so. Ja, okay. Das ist natürlich dann nochmal eine extra Challenge, dann auch sich dann noch auf diese, ja, auf diese ganzen Aspekte auch einzustellen, ne? Die Ausdauer natürlich und auch die körperliche Belastung, wenn man da vorher nicht so drin war in dem ganzen Thema. Also hast du vorher auch nicht so, sag ich mal, Körpertraining, Fitnesstraining oder sowas gemacht? War das eher nicht so dein Bereich oder hast du da eher weniger von gemacht? Ich habe in der Jugend mal Fußball gespielt und danach habe ich aber auch nichts mehr weitergemacht sportlich. Ich war nicht im Fitnessstudio, ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet und von dem Moment hat es halt eigentlich auch erst angefangen. Ich habe halt immer körperlich gearbeitet und teilweise hat man da halt entweder nicht die Zeit oder die Energie dazu, wenn man körperlich handwerklich arbeitet. Die Jahre davor, bevor ich mit dem Wrestling überhaupt angefangen bin, habe ich Offshore-Windräder aufgebaut und da hat man dann auch 14 Tage lang 12-Stunden-Schichten und danach hat man einfach keine Energie mehr. Nee, also das klingt auch nach einem echt schweren, harten Job. Dann bist du zumindest die Härte auf jeden Fall gewöhnt, die körperliche Belastung. Und jetzt hast du ja angefangen in der Zeit, in der die WXW Academy noch in Essen war. Ist ja dann letztes Jahr, fast vor fast genau einem Jahr. Also wir nehmen das Ganze ja hier im August auf, also vor fast genau einem Jahr umgezogen nach Gelsenkirchen. In der alten Academy, da gab es zwar den Ring, aber da gab es jetzt nicht dieses komplettes Drumherum, was es jetzt natürlich auch noch gibt. Was war, ist für dich denn jetzt wichtig oder was war schön an der alten Academy und was ist jetzt für dich interessant oder wichtig an dem neuen Umfeld? Die alte Academy hat für mich halt vor allem den sentimentalen Wert. Das ist der Ort, wo ich angefangen habe, ist der Ort, wo ich debütiert habe, der Ort, wo ich mir ja alles erarbeitet habe. Die neue Academy hat natürlich einen deutlich professionelleren Look mit dem GMC mit da drin, dem Fight Club. Man kommt rein, wird sofort von dem Empfang so gesehen begrüßt. Da steht ein Oktagon, da ist ein vollwertiges Gym, das wir zur Verfügung haben. Vollwertige Umkleidekabinen, also auf dem Professionalitätslevel ist es in jeder Hinsicht ein Upgrade. Aber an der alten Academy hängt halt einfach der sentimentale Wert. Ja, das kann man gut verstehen, auch wenn man als Fan da sehr oft hingegangen ist. Da gab es natürlich die Wand und es war alles so klein und kuschelig. Aber natürlich, jetzt ist es natürlich ein ganz anderes Level, auch mit dem Gym vor allen Dingen. Das heißt, ihr könnt euch da auch sehr gut aufwärmen, sicher wahrscheinlich, und noch gewisse Dinge trainieren, wo er dann sagt, da muss ich noch dran arbeiten. Das steht euch da alles dann quasi, das ist ja, ihr kommt ja raus aus dem Raum und dann ist direkt da das Gym. Ne? Das ist natürlich äußerst praktisch. Jetzt hast du natürlich in der alten Akademie gelernt und auch als die Akademie noch in Essen war, ging es für dich dann auch schon so richtig los mit dem Wrestling in Shows. So, also laut Cage Match, deshalb viele Grüße an die Leute bei Cage Match, hat es für dich im November 2021 angefangen. Da hattest du dein erstes richtiges Match vor den Kameras. Wie war das für dich und was hat sich seitdem am meisten verändert für dich zuvor? Das war einfach, dass ein Traum wahr geworden ist. Ich war vor meinem Debüt gar nicht mal so nervös. Die letzten 2 Stunden davor,
Da war ich so nervös, ich konnte mich nicht mehr behalten. Ich habe alles vergessen. Ich wusste nicht mal mehr, was meine Musik war. Ich wusste nicht mehr, gegen wen ich in den Ring steigen sollte. Ich war einfach nur nervös. Und dann kam ja kurz danach, in Borken war das schon, mein Main-Roster WXW-Debüt, auch wieder gegen Oscar. Und da war ich die ganze Woche davor einfach nur komplett nervös. Ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ich habe mir selber Druck gemacht. Und was sich seitdem verändert hat, ist, dass ich einfach deutlich ruhiger geworden bin. Ein bisschen Nervosität gehört immer dazu. Allerdings lernt man gut damit umzugehen. Man weiß, worauf man sich hier einlässt. Man weiß halt einfach mittlerweile, wie man mit der Nervosität und mit dem, was in einem selbst vorgeht, umgeht. Das ist schön. Solange du nicht zu dem Fall kommst, wenn du deine Entrance-Musik vergessen hast, dass du dann da stehst, die spielt und du weißt, oh, ich bin dran. Oder ist das schon mal vorgekommen? Nee, vorgekommen nicht, aber bei den ersten zwei, drei Mal, ja, da wusste ich schon gar nicht mehr, oh, was habe ich mir ausgesucht? Ach ja, das war's. Ich war sogar tatsächlich mit mehreren Leuten zusammen in Borken bei deinem Debüt dabei und habe mir das angesehen. Also ich habe gute Erinnerungen an diesen Abend und auch an das Match mit Oscar. Das war schon ein cooles Ding. Ja, ein kürzeres Ding als das Academy-Match, aber ja, auf jeden Fall sehr gut. Der Oscar war ja da zu dieser Zeit auf dem Run und hat irgendwie jeden ziemlich schnell erledigt. Aber gerade für so ein Anfangsmatch war das natürlich super cool. Es ist auch immer schön, neue Leute zu sehen, auch gerade Leute aus der Academy, um zu sehen, ja, wie ist da der aktuelle Stand, wer kommt denn da alles raus? Und wenn du dann Leute siehst, die wirklich cool abliefern, ist das auch immer ganz toll. Dann weiß man in der Academy, da passiert was Cooles. Da sind alle, da läuft alles zusammen und es kommen immer wieder neue, coole Talente raus. Abgesehen von dem Oscar-Match natürlich und dem Academy-Match davor, was war denn bisher jetzt in den vergangenen 2 Jahren oder ja, fast sind es schon 3, dein liebstes Match, was du selber schon gehabt hast? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem habe ich meistens viele Punkte in den Matches, allerdings dann auch ein paar Punkte, die ich nicht so gut finde. Ich würde fast schon sagen, eigentlich meine meisten Fight Forever Match. Das Match mit Robert Dreisker. Das Match gegen Norman fand ich auch ganz gut. Fand ich auch gut gelungen. Hat mir Spaß gemacht. Und das Match gegen Sebastian Suave auf jeden Fall. Ein besonderes Erlebnis waren auf jeden Fall meine beiden Inner Circle Matches. Das eine gegen die Los Boricua oder Boricua Boys waren wir. Und dann das Multiman-Match mit Psycho Mike. Das waren auf jeden Fall auch Highlights für mich. Und jetzt bei der letzten Passion Pro Show am 19. August. Das war für mich auch noch ein Highlight. Match an meinem Geburtstag direkt. Alles Gute nachträglich dann schon mal nochmal. Ja, das ist doch schön. Also du hast schon ziemlich viele Lieblingsmatches gesammelt und dann hoffen wir mal, dass du jetzt auch immer weiter diese Matches sammeln kannst. Du hast auch Matches außerhalb der WXW jetzt gerestet. Du hast gerade schon Passion Pro erwähnt und sonst warst du, glaube ich, auch noch in Holland aktiv, wenn ich mich recht erinnere. Was waren denn so da deine Erlebnisse, deine Erfahrungen außerhalb von WXW bisher? Ja, dass wir hier in Europa sehr breit gefächertes professionelles Netzwerk haben. Pro Wrestling Holland agiert auch sehr professionell, haben schöne Hallen, haben einen schönen Ring. Passion Pro ist etwas, wo man auf jeden Fall ein Auge drauf haben muss. Wird auch sehr professionell geführt. Der Ring ist gut, die haben eine gute Produktion und die sind alle super nett backstage. Ja, also viele Sachen, wo man hingehen kann oder viele Ligen, Promotions, wo man hingehen kann, haben sich einfach ein gutes Netzwerk aufgebaut. Hast du denn da noch so einen besonderen Wunsch? Da möchte ich antreten, da habe ich Lust drauf oder sagst du, ich bin einfach offen für alle Anfragen, die kommen? Ich bin offen für sehr viele Anfragen. Ich habe allerdings auch noch, ich möchte noch unbedingt in die UK wresteln. Das hat für mich einen sentimentalen Wert, da ich halb Schotte bin. Deswegen möchte ich auch ein bisschen
auf der Insel wresteln. Und Japan würde ich auch gerne mal hin. Also ICW und New Japan, All Japan, Big Japan, die müssen die Ohren spitzen und die Augen auf Wegs genau richten und schauen, was du da so ablieferst und dann hoffentlich dich mal einladen. Und wenn wir jetzt mal so schauen, wenn wir über internationales Wrestling aussprechen, hast du denn auch so einen Wunschgegner vielleicht, den du vielleicht noch mal ansprechen möchtest, vielleicht mal hier challengen möchtest oder so, den du gerne wresteln würdest? Wunschgegner ist schwer, weil es gibt so viele Stile und so viele Herangehensweisen. Da kann ich meinen Finger nicht auf irgendjemanden drauflegen. Kann man verstehen. Es gibt ja auch immer wieder neue Leute und es gibt so viele momentan, die auf so einem Level performen, wo man einfach gerne zuschaut und da gibt es so viele Kombinationsmöglichkeiten. Da kann ich verstehen, dass man sich da nicht auf einen festlegen kann. Was aber interessant ist oder was so ein Match aus meiner Perspektive zumindest immer sehr interessant war, ist so eine Storyline. Und da warst du jetzt auch vor kurzem das erste Mal so richtig in der Storyline involviert und zwar bei dem großen Academy-Event in der Turbinenhalle mit Robin Christopher Vorwerk. Wie findest du diesen Aspekt vom Wrestling und wie war das für dich mit dieser Story da zu beginnen? Ist natürlich immer ein Schritt voraus, wenn man in einer Story teilnehmen darf. Das heißt, es wird einem schon mal vorträglich, beziehungsweise es wird einem schon mal Vertrauen geschenkt, dass da überhaupt was mit geplant wird, was aufgebaut wird, was ja dann hinterher auch irgendwann zu Ende geführt wird. Als Aktiver, der in einer Storyline teilnimmt, dann weißt du, dass du halt, dass die halt länger mit dir planen. Das ist ein sehr großer Vertrauensvorschuss, meiner Meinung nach. Und viel größere Komplimente als überhaupt anzufangen mit einer Storyline. Erstmal egal, wie hoch die überhaupt in der Karte drin ist. Ist ja schon mal ein großes Kompliment an die eigene Leistung, beziehungsweise was man überhaupt schon gemacht hat. Absolut richtig, genau. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich war ja damals auch in der Halle. Damals, so lange ist es auch noch nicht wieder her, aber vor kurzem. Und es war wirklich ziemlich cool, das zu sehen und hat Interesse an mehr geweckt. Also wir wollen alle mehr sehen von dir, von Robin Christopher Vorwerk und was da vielleicht noch in der Mache ist und was er vielleicht noch für dich vorbereitet hat, um dir mal wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das ist schon interessant. Möchte ich auch sehen, wie er das probiert. Jetzt hast du natürlich auch vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten im Vorgespräch, dass du jetzt vor kurzem in Budapest warst bei Passion Pro und auch in dem Trainingscamp. Und das war natürlich eine ganz besondere Sache. Wie war das für dich da in diesem Trainingscamp? Das Trainingscamp ist immer eine außergewöhnliche Situation. Du musst dir vorstellen, wir sind 60 Leute, die Catchen lieben, dann noch 6 international anerkannte Trainer, beziehungsweise 5, der sechste kam erst später dazu. Wir sind mehr oder weniger halbwegs isoliert von der Außenwelt. Wir hatten da unsere, es waren Ferienlager-Feeling. Wir hatten unsere Hütten, wir hatten unsere Gruppen, wir hatten zwei Trainingseinheiten am Tag mit a 2,5 oder 3 Stunden mit Conditioning und warmes Wetter, gutes Wetter, das macht einen echt glücklich und bringt einen weiter. Das klingt wirklich interessant. Das ist also so komplett ausgebaut und aufgebaut. Und du hast diese Hütten, hast du gesagt, und Gruppen eingeteilt. Das ist natürlich nochmal eine extra harte körperliche Belastung mit dabei. Dann noch mit den Temperaturen vielleicht auch noch dazu. Gab es da irgendwas, was du besonders als anstrengend empfunden hast oder besonders eine besondere Challenge für dich war in diesem Trainingscamp? Da ich ja eine ziemlich blasse Person bin von der Hautfarbe, die Sonne war sehr an. Okay, das kann ich als jemand, der auch ziemlich blass ist, ziemlich gut verstehen. Da braucht man schon Sonnenschutzfaktor 50 und der hilft manchmal noch nicht mal. Der wird da auch nicht helfen, weil du sofort anfängst zu schwitzen und dann hilft dir der Sonnenschutz auch nichts mehr. Richtig, der ist dann weg. Ich hab auf Social Media auch Videos gesehen, wie ihr da Treppen hoch und runter gerannt seid und auf jeden Fall war da wenig mit Pause während dieser Trainingseinheiten, wie man so gesehen hat. Also meistens schlafen, essen, trainieren.
Das ist wirklich der Wahnsinn, aber cool. Bestimmt eine echt coole Erfahrung, die man auch, sag ich mal, wo man sich noch Jahre zurückerinnert dran, ne? Definitiv. Das war jetzt das dritte Trainingscamp, an dem ich teilgenommen habe. Und immer wieder gerne. Wenn ich es zeitlich einrichten kann, werde ich mit Sicherheit auch nächstes Jahr dabei sein. Jetzt hast du erzählt vom Handwerk und so weiter. Und jetzt hast du gerade berichtet, du warst bei diesem recht anstrengenden Trainingscamp. Du hilfst immer mit bei den Events und warst auch Schüler. Jetzt bist du auch Eventmanager. Neben dem Handwerk und der körperlichen Belastung, die du halt als Erfahrung mitbringen kannst, woher kommt diese ganze Energie? Wo kommt dass du immer nonstop Gas geben kannst, Gefühl, das No Break, All Energy, wo kommt das her? Gibt es da noch einen anderen Grund für? Hast du da irgendwie irgendwas, wo du deine Kraft rausziehst oder so? Also ich finde das sehr bemerkenswert. Das wüsste ich manchmal auch gerne. Aber ich kann normalerweise nicht stillsitzen, wenn ich weiß, dass eine Arbeit nicht erledigt ist. Aber ich habe da so eine Mentalität, dass ich mich eigentlich normalerweise erst wirklich hinsetzen kann, wenn die Arbeiten erledigt sind. Und dann erst zur Ruhe kommen kann. Okay. Das ist bei meiner normalen Arbeit genauso. Ich kann nicht ruhen, wenn ich weiß, dass noch was zu erledigen ist. Das ist genauso wie beim Ringaufbau oder beim Stage-Setup. Wenn ich weiß, da sind Sachen noch nicht erledigt, dann komme ich nicht zur Ruhe. Ich komme erst zur Ruhe, wenn die Show gelaufen ist, ich im Auto nach Hause sitze und ich weiß, das lief gut über die Bühne. Das ist echt eine krasse Arbeitsmoral, aber das ist auch sehr cool. Das spricht für dich, das freut mich auch. Jetzt habe ich natürlich als nächste Frage, weil wir jetzt so ein bisschen mal in diesen Eventmanager-Bereich kommen. Du hast jetzt schon viel erzählt, also erübrigt sich eigentlich die Frage, wie du da hinbekommen bist, weil du hast dich einfach durch dieses alles anpacken und erst zur Ruhe kommen sehr empfohlen wahrscheinlich. Aber wie ist das für dich? Also wie kam das zustande? Ist man auf dich zugekommen, hat gefragt, hast du Lust auf Eventmanagement? Oder war das quasi so ein nahtloser Übergang, weil du hast eh schon ziemlich vieles gemanagt? Also, nachdem die Sache mit Dennis passiert ist, also dass der Dennis gekündigt hat, sind Tassilo und Felix auf mich zugekommen und haben mir gesagt, sie können sich das vorstellen. Ich war ja vorher schon in der Position, dass ich ja, mehr oder weniger Head of Staff war, sprich, dass ich mich um die Einteilung der Staffer gekümmert habe und zugesehen habe, dass die ihre Arbeit dementsprechend erledigen, wie sich das in dem Fall Dennis vorgestellt hat. Das heißt, ich habe dann die Aufgaben von Dennis bekommen. Ich habe die dann weiterverteilt und mich darum gekümmert, dass das auch erledigt ist, damit wir eine vorzeigbare Halle haben. Und für mich war das jetzt der Schritt höher auf die nächste Stufe. Und dementsprechend ist ja auch für mich jemand nachgerückt, der für mich die rechte Hand ist. Das ist natürlich auch richtig schön. Also du teilst die Mitarbeiter ein und schaust, dass die Halle entsprechend hergerichtet ist. Gibt es da noch einen Aspekt zum Eventmanager, was du noch zusätzlich jetzt übernommen hast, was du noch machst? Ich ermittle mit Marc, unserem, ja, unserem Head of Video, und mit Bori ermittle ich Get-In-Zeiten. Ich stell uns der Halle vor und teile denen unsere Zeiten mit. Also ich bin dann für die Kommunikation mit der Halle zuständig und der technische Aspekt vom Aufbau, die Einteilung der Staffer, die Rekrutierung von Staffern, wenn wir mehr brauchen. Das sind da meine Aufgabenbereiche. Das klingt nach einer ganzen Menge. Was ist denn von diesen ganzen Aufgaben, die du geschildert hast, was ist denn da so die Sache, die dir am meisten Freude bereitet oder wo du sagst, da habe ich jetzt, wenn wir gleich loslegen oder wenn es jetzt gleich losgeht hier, da habe ich am meisten Bock drauf. Das ist meistens der Anblick der fertigen Halle, bevor die Zuschauer drin sind. Also quasi alles zusammen und das Ende quasi, wenn wirklich. Oder sag ich mal, nicht das Ende, sondern sag ich mal, der Anfang vom Ende und der Beginn der Show. Ja. Genau, zu wissen, dass wir zeitig fertig geworden sind, dass alles steht, dass alles gut aussieht und zu wissen, dass dann der Einlass pünktlich beginnen kann, das ist für mich so erstmal der erste schöne Moment. Okay. Und natürlich kommt es jetzt auch vor, wir haben es ja auch schon öfter gesehen, dass du dann gleichzeitig an diesem Abend dann auch noch in den Ring steigst. Und da fragt sich natürlich, wie ist da die Balance? Wie schafft man das alles oder wie kriegst du das hin, parallel beides noch am Laufen zu halten? Also Wrestling und Eventmanagement.
Da das noch nicht so lange her ist, dass ich mit der neuen Aufgabe vertraut bin, fällt mir dieser Balanceakt teilweise noch ein bisschen schwer. Also ich habe halt nur so und so viel Kapazität und so viel Zeit, dass ich mich um das Staffen kümmere, beziehungsweise um das Aufbauen und um die Leitung kümmere. Und da muss ich mir auch noch Zeit für das Match nehmen, Zeit fürs Umziehen nehmen. Ich habe dafür unter anderem meine zwei Head of Staffs, wo ich meine vorherige Position mit zwei Leuten besetzt habe, nachbesetzt habe, damit wir ein bisschen flexibel sein können, damit die sich auch um andere Aspekte gleichzeitig kümmern können. Und ja, das wird sich jetzt noch einspielen müssen. Und das wird auch mit der Zeit leichter werden, je mehr Erfahrung ich habe. Aber im Moment ist das noch ein Akt, der mir relativ schwer fällt. Okay, also dieser Balanceakt, aber wenn du mal so auf die Zukunft blickst, so ein bisschen, wenn du mal schaust, könntest du dir auch vorstellen, eins von den beiden abzugeben oder hast du wirklich vor, beides parallel laufen zu lassen, solange es geht? Momentan habe ich vor, beides parallel zu laufen, solange es geht. Okay. Dann wünsche ich dir da auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei. Als Fan ist man natürlich immer ein bisschen voreingenommen. Man möchte natürlich die Leute im Ring sehen, aber man möchte natürlich auch weiterhin eine coole Halle vorfinden und immer wieder was Neues auch erleben. Und es ist ja auch so, dass die WXW gerade in letzter Zeit, wenn sie mal neue Hallen hat, dass da ziemlich viele Glücksgriffe bei waren. Wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel Papenburg, ich glaube, das war noch vor deiner Zeit, aber Papenburg ist natürlich, wenn man das auch auf VOD sieht, wirkt das unfassbar genial, diese Halle. Und da Ja. gibt es auch viele, viele weitere, die jetzt dazu gekommen sind. Und das wünscht man sich dann natürlich auch weiter, dass da, sag ich mal, die WXW auch neue Hallen bevölkert und quasi auch sich empfiehlt, also weiter irgendwo mit einem besonderen oder neuen Spielstätten zu veranstalten. Ja. Dann zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird er dann auch schon in Bremen passiert sein. Das ist für uns, glaube ich, auch eine neue Halle. Ja, da werden wir auch sehen, wie das aussehen wird auf VOD. Da freue ich mich schon. Sind wir auch alle gespannt. Ich weiß noch nicht, wie die Halle von innen aussieht. Das wird also eine Überraschung für dich. Das Genau. heißt, es kann manchmal vorkommen, dass ihr mit einer Halle verhandelt und ihr habt eigentlich nur ein paar Eckdaten, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, wie die Halle von innen aussieht. Das kommt schon mal vor. Papenburg wurde uns ja empfohlen. Und ja, von Dan Malmann war das, glaube ich. Weil er hatte da vorher schon mit seiner Band gespielt. Und er hat das dann für uns so ein bisschen eingestellt. Er wusste halt, wie die Halle aussah und hat das, glaube ich, mit Tassilo besprochen. Okay, dann an dieser Stelle mal viele Grüße an den Dan. Auch eigentlich immer dabei, wenn es bei WXW um was geht, also im Interviewbereich und überall bei den Fans. Man freut sich immer, den Dan zu sehen. Wir haben eigentlich zu viele Dannys und Dans im Wrestling, muss man sagen. Das ist manchmal schwierig. Aber Dan Mellman, den kennt man. Jetzt kommen wir langsam sogar schon zum Ende vom Interview. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich komme nicht drum herum, dich zu fragen, auch wenn du wahrscheinlich, normalerweise fragt man das immer so die Leute, die schon so gefühlt 100 Jahre dabei sind. Aber trotzdem richte ich die Frage mal an dich. Was für einen Rat würdest du einem jetzt jungen, aufstrebenden Wrestler geben, der jetzt mit dem Wrestling anfängt oder der sich wünscht, mit dem Wrestling anzufangen? Was für einen Rat würdest du ihm geben? In erster Linie sich eine professionelle Schule zu suchen, wo man alle Möglichkeiten hat und auch etablierte Trainer hat. In zweiter Linie dran zu bleiben, weil das ist ein längerer Prozess und man wird öfter mal Rückschläge selber erleben, vor allem weil man sich nicht so entwickeln wird in vielen Fällen, wie man es sich selber wünscht oder vorgestellt hat. Und wenn man sich selber stresst oder sehr frustriert ist, würde ich den Rat geben, auch mal in Kauf zu nehmen, ein, zwei Wochen vom Wrestling Abstand zu nehmen, um seine Batterien wieder aufzutanken, um wieder mit Spaß an der Sache ranzugehen. Ja, wunderbar. So soll es nämlich sein. Man soll sich nicht irgendwie zu irgendwas zwingen, wo der Körper oder der Geist oder beides gerade sagt, jetzt auf die Bremse. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was man machen kann, weil dann wird aus einem Hobby oder einem Spaß ganz schnell auch mal, ja, Arbeit, Frustration und dann wird dann kein Spaß mehr daraus. Das ist wirklich so.
Ja, es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier warst. Es war auch unfassbar interessant, diese Perspektive mal zu erleben. Für mich war das sehr interessant, auch mal zu erfahren, wie du diese Energie immer aufbringst, weil das war wirklich, also das konnte ich mir bis jetzt nicht vorstellen. Aber wenn du sagst, du hast Offshore, Windanlagen gebaut und so weiter, dann hast du die Belastungsprobe schon vor der Academy schon bestanden. Bevor wir jetzt hier dich verabschieden, darfst du natürlich auch noch mal kurz erwähnen, wo die Leute dich finden können, wo die Leute dich vielleicht unterstützen können oder was du dir noch zusätzlich wünschst, was die Leute unterstützen sollen. Also finden können Leute mich auf Twitter unter Danny-Frey-PW, auf Facebook unter Danny Frey und auf Instagram auch unter Danny Frey. Und unterstützen können mich die Leute entweder am Merch-Tisch oder bei SL Wrestling, da gibt es ja auch meine T-Shirts. Wunderbar. Dann sage ich auch von meiner Seite aus vielen Dank, auf Wiederhören, auf Wiedersehen an dich und an alle, die zugesehen oder zugehört haben. Ihr findet uns natürlich weiterhin bei Instagram oder auch bei X, so wie es jetzt heißt, @justbringit_pod, aber man kann auch Twitter sagen weiterhin. Und natürlich im Discord, da schreibt er uns einfach an, weil diese Links laufen immer ziemlich schnell ab, diese Einladungslinks. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt uns einfach direkt an und dann helfen wir euch da. Vielen Dank und ich verabschiede mich schon mal, aber das letzte Wort gehört natürlich immer unserem Gast. Ich habe mich zu bedanken, dass ich hier sein durfte und an alle Zuhörer, besucht weiter fleißig Wrestling-Shows und unterstützt uns. Dahin. And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.